Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar handelt es sich dieses Mal, wie ich in der letzten Folge von Layers of Fear schon so ein bisschen angekündigt habe, um das Spiel That Dragon Cancer. Ein Spiel, was sehr ans Herz gehen wird. Ich habe selber noch nicht gespielt und ich habe selber auch kein Let's Play dazu gesehen. Das heißt, ich spiele es vollkommen blind und ich muss sagen, dass ich das tue, macht mir ein bisschen Angst, weil ich nicht genau weiß, wie ich auf das Spiel reagieren werde. Ich weiß so viel, dass es sich um eine, ich sag mal, schwierige Thematik anscheinend kümmert. Und zwar um eine kleine Familie und ihr Kind. Vielleicht gibt's auch mehrere Kinder. Werden wir gleich in der Anfangsszene sehen, dass es eventuell so ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe nur kurz angespielt, um wie immer Sound und Aufnahme zu checken. Und es geht darum, dass dieses Kind, wie der Titel schon sagt, an Krebs erkranken wird. Und die Story des Spiels dreht sich darum, wie geht die Familie damit um? Ich weiß aber nicht, wird Heilung eintreten? Wird etwas anderes passieren? Und wie ist dieses Spiel dargestellt? Ich fand das Schema, dass die Eltern oder der Vater versucht, mit diesem harten Schicksalsschlag umzugehen, indem er dieses Spiel kreiert, sehr interessant als aus rein psychologischem Aspekt. Und ich wollte einfach mal gucken, wie er damit umgegangen ist, um daraus vielleicht auch Kraft und Tipps, sag ich mal ganz doof, schöpfen zu können für das eigene Leben. Warum ich sage, dass mir das Spiel wahrscheinlich selbst sehr an die Nieren gehen wird, ich reiße es mal kurz an, weil ich, falls mich Leute da draußen persönlich kennen, will ich trotzdem Privatsphäre wahren in gewisser Weise. Und zwar habe ich ein ähnliches Schicksal in meinem Familienkreis erfahren gehabt. Und zwar handelt es sich dabei darum, dass der kleine Junge ursprünglich von einer Zecke gebissen wurde, dementsprechend ins Krankenhaus musste, weil sich da eine Entzündung drum gebildet hat, kennt ihr vielleicht, wenn ihr Borreliose und sowas schon mal gehört habt. Und daraufhin wurde eine Untersuchung gemacht und so weiter und so fort. Und bei dieser Untersuchung wurde schließlich festgestellt, dass der kurze Blutkrebs hat. Und es wurden zwar sofort Sachen eingeleitet, um das zu behandeln in gewisser Weise, was aber erfolglos war. Und das ist jetzt schon mehrere Jahre her in meinem Leben. Und gerade deshalb habe ich ein bisschen Angst davor, dass diese Thematik das so ein bisschen aufrollt. Aber auf der anderen Seite möchte ich es unglaublich gern spielen und das alles einfach erfahren. Die Gefühle, die hier drin stecken, die Arbeit zum einen, die da drin steckt. Und auch sehen, wie diese Familie mit so einem Schicksalsschlag umgegangen ist. Und deshalb würde ich denken, ich habe jetzt gerade genug geschwafelt von mir selbst und ich bin dafür, dass wir ein neues Spiel starten. Wie schon gesagt, der alte Spielstand ist nur durch die Testaufnahme da. Und ich starte jetzt einfach mal und wir gucken uns an, was That Dragon Cancer auf uns warten lässt. Und ab der Stelle haben wir schon die Möglichkeit, uns als kleine Ente hier gerade umzusehen auf diesem Fluss. Oder nicht Fluss, ich glaube, das ist abgeschlossen, ne? Ja, eher Teich. Ich habe in dem Spiel nicht die Möglichkeit, Untertitel anzustellen. Die Sprache ist auf Englisch, es ist kein Deutsch unterstützt. Das heißt, ich werde an gewissen Stellen entsprechend übersetzen. Und ich spiele das Spiel auf den höchsten Grafikeinstellungen, das wollte ich noch dazu sagen.
Und ich bin gespannt, wie das alles jetzt umgesetzt wird. Paddeln wir erstmal doch als kleines Entchen in die Richtung dieses Jungen dort. Yay, Brot! Jeder weiß, dass Enten auf Brot stehen. Im Hintergrund hören wir die Dialoge der Familie ganz leise. Wie schon gesagt, ich kann die Soundeinstellungen nicht separat variieren. Das heißt, ich kann nicht die Stimmen lauter machen, sondern Sound und Stimmen sind schon vom Spiel selbst aufeinander abgestimmt. Joel got sick right after he turned one. Kind of slowed him down a little bit, buddy. Yeah. So he's just slower than most kids. I think eventually he'll catch up. You think Joel will leave? Yeah, I think Joel will leave eventually. Well, Isaac, of course. He's just the way it goes, you know. Yeah. You're supposed to be a boy, but he's a baby. He's a boy baby. Yep, he's a boy baby. That's just about right. You know, there's lots of things Joel isn't good at, but there's some things he is good at. What is he good at? Eating, laughing. Yeah. We're good at making him laugh. You are good at making him laugh. Well, how do you make him laugh? I fall down. Yeah. He's really funny when you fall down. He's good at doing his way loves. Yeah. Hier haben wir gerade ein bisschen über seine Geschichte erfahren, nämlich der Park am Ende der Welt sozusagen. What does Joel love? Wawa. In cups, bathtubs. In the warm wet tongues and the cool fur of Das. Give me the sweet was a daily affection. And bye-byes. And blown kisses. And more. Oh, always more. This full list of words. So few. Die kurze Geschichte von ihm erfahren, wollte ich noch sagen. Dass er im Alter von einem Jahr anscheinend schon krank geworden ist. Was auch immer da genau passiert ist, beziehungsweise was genau diagnostiziert wurde. Ob das schon zu dem Zeitpunkt der Krebs war? Hier kann ich nicht hingehen. Ich kann aber wählen, ob ich hier was schauen möchte oder da drüben. Ich glaube, ich habe die Maussensitivität übrigens schon sehr, sehr weit runtergestellt, damit es nicht so wackelig ist und versuche, das recht zärtlich zu bewegen. Ich glaube, ich möchte hier lang. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube schon. Okay. Wir können wieder zurückgehen. Ich glaube, ich versuche es gleich mal mit einem Controller. Kann ich den sofort schon nehmen? Moment. Ah ja, mit dem Controller geht es deutlich leichter. Ich kann hier aber nicht weiter in die Richtung. Dann gehen wir mal dort lang.
Ich höre Vogelgeräusche, sehe aber gar nichts. Ich mag übrigens die Grafik und die Darstellung davon. Es erinnert mich ein bisschen an das Spiel Shelter. Habt ihr davon schon mal was gehört? Beziehungsweise habt ihr das irgendwo gesehen? Das ist, ich glaube, es gibt zwei Teile davon. Teil 1 handelt sich um eine Dachsmama und Teil 2 ist, glaube ich, ein Puma, eine Puma-Mutter oder so. Also Tiermütter, die ihre kleinen Jungen durch die Welt bringen und sie dabei vor den Gefahren des Alltags schützen, sie füttern und versuchen, sie einfach nur in einen sicheren Bau zu bringen. Und da sieht die Grafik relativ ähnlich aus, nicht genauso, aber relativ ähnlich. Und ich fand das damals schon so schön. Okay, der Weg spaltet sich hier zu diesem knochigen Baum. Oder zu der Brücke. Da es aber aussieht, als würde es dort weitergehen, würde ich gern hier zuerst hin. Immer wieder kleine Dialoge zwischen, ich nehme an, Vater und Mutter. Zumindest kommen mir die geflüsterten Stimmen so bekannt vor, als wäre es von Vater und Mutter. Beziehungsweise wir kennen ja nur die Stimme des Vaters aktuell. Und sie werden es nicht verstehen, aber mit der Zeit schon. Also gibt es doch mehrere Kinder, die hier vorhanden sind. Und natürlich können kleine Kinder noch nicht verstehen. What is hope without a word for it? Who is God? What is joy? Alles Sachen, die man verlernt, besonders in negativen Situationen. Wie so einem mega kaputtmachenden Krankheitsbild. Da unten ist ein Boot. Darf ich da hin? Ich bin gerade nicht ganz so sicher, was das... Hier sehen wir dieses Gewächs im Wasser, was dort so rumflackert. Und genau dort ist sowas auch, beziehungsweise der Baum sieht ja auch etwas verdächtig aus. Ist das metaphorisch die Gegend quasi, die die Gesundheit unseres Sohnes darstellt? Sind das die bösartigen Gewächse? Da spielt er, oder? Ah, der Vater dort wieder. Gehen wir erst zum Vater oder erst zu ihm? Ich glaube, ich will erst zu ihm. Können wir dahin? Nein, dort auch nicht. Wir müssen erst zum Vater. Okay. Dann tun wir das. Hab ich irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Who am I to him? Dada. Dahin kann ich auch gucken, aber ich glaube, ich möchte erst hier. Dort geht's bestimmt schon weiter, ne? Ich möchte erst hier. Kann ich nichts mit ihm machen? Who's that? Let's tell him, Caleb, that Joel's doing really well. Okay. No.
Wir sind in seiner Position. Oh nein, wir sitzen neben ihm. Ich finde es ein bisschen eigenartig und befremdlich, dass er kein Gesicht hat. Weil der Vater hat eins, die Mutter haben wir noch nicht gesehen. Aber der Vater hat eins. Und er keins. Ich würde den so gerne in den Arm nehmen. Dann schauen wir mal die nächste Szene an. Kann ich die hier auch angucken? Okay, Joel. Ready? Set. Are you ready? Miss? Ich habe einen Xbox-Controller. Na. Ich wollte nur ein bisschen rumgucken. Komisch, gerade war der Kreis noch auf B und jetzt war er auf X. Ich hoffe, wir haben dann später keine Quick. Wo ist er hin? Der ist auch weg. Keine Quicktime-Events oder so, wo das wichtig ist. Dass ich weiß, wo welche Taste ist. Wo ist er hin? Ich glaube, ich will erst zum Schaukeln gehen. Na. No. Do again. Big kiss. Just give me a little kiss. Give me a kiss. Okay. Can you give Zoe a kiss? Zoe kisses. Rutschen! Okay, Joel, ready? Here comes Joel. Set. Go! No. Okay. Ready. Set. Go. Go. Here comes Joel. Yay, wir sind gerutscht. Voll schön. Oh, ich habe Spielplätze früher auch so geliebt. Und auch die Rutsche und sowas. Schaukeln war immer mein Favorit, tatsächlich. Ich glaube, da beim Schaukeln habe ich noch irgendwas vergessen oder nicht lang genug geschaukelt oder so. Woo! Oh, ich war zu früh, glaube ich. Go!
Oh, da hinten hat was geklimpert. Moment. Okay, ich kann... Und da ist er weg. Ich habe irgendwas an der Schaukel vergessen. Was ist das? Ist das ein Handy? Na? Hey, Babe, just got done at the doctor. Now they think that maybe he's throwing up all the time because he has acid reflux. So they gave me a medication and we can give it to Joel. And they said we have to give it at least 3 full days. But that if he's still throwing up after that, then we can come back. And I mentioned the head tilt thing again, even though they keep saying it's not related. But you always have to mention that one weird outlying thing. So I told them how his head was tilted to the right, but they still say that that's probably not related at all. So I guess we'll just give this a try. And I don't know, I'll tell you more about it when you get home. Okay, der hat also, der Kurze musste immer wieder, ich nenne es mal, brechen oder so. Und der Arzt hat dann gesagt, dass es dieses Reflux ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Das ist, ich kannte mal jemanden, der dieses Syndrom hatte. Da haben manche Menschen das Problem, dass die Magensäure und der Mageninhalt besonders während des Schlafes, also die Person, die ich kannte, hatte das besonders während des Schlafes oder während sie gelegen hat, dass es zurückfließt durch die Speiseröhre in den Mundraum und dann dieser eklige, verdaute Geschmack, weil das ja schon angedaut wurde im Magen quasi, wieder zurückkam. Und das ist eigentlich recht schädlich für die Speiseröhre, weil der ganze ätzende Magensaft, sag ich mal, dann durch die Speiseröhre fließt, mal ganz davon abgesehen, dass es mega unangenehm ist und so. Und dieses Reflux ist eigentlich nicht gut. Also generell sind ja kaputte Sachen im Körper nicht gut. Dort geht's lang, okay, dann, oder raus oder sowas, zumindest ist dort so ein Symbol wie für raus. Dann gehen wir nochmal hier schaukeln. Und dann hinter dem Vater dort gucken. Dort war nämlich auch irgendwas. Hier haben wir irgendwas nicht gemacht. Ich schubse ihn einfach mal immer weiter ab. Oh, ich kann ausschaukeln. Ach so. Kann ich ihn angucken dabei? Sehr cool. Wie cool. Okay. Ich steig mal wieder ab. Huch. Okay, das war's, was wir noch machen mussten. Und ich möchte hier hinten noch schnell gucken, was dort ist. Ist es gar nicht mehr? Nee, ich kann auch nicht mehr zurück, außer zum Spielplatz. Ich kann am Vater nichts mehr machen. Ach, das ist schade. Oder ist das, was ich sehen konnte? Also dorthin war ja, oder ich dachte zumindest, dass da hinten ein Sichtsymbol ist. War das auf den Vater bezogen? Und einfach recht weiträumig? Ich finde das Bild gerade schon mega bezeichnend, dass die Bilder unseres Sohnes auf dem Spielplatz hier waren und wir Stück für Stück alles gerade mitgemacht haben. Hier die verschiedenen Szenen noch präsent sind, man die Stimmen hört und so, aber er fort ist. Und wir stattdessen nur noch allein den Vater dort sitzen sehen. Wir können jetzt das Gebiet hier verlassen. Aber bevor wir das machen, liebe Leute, würde ich sagen, ich habe auch schon so ein bisschen überzogen, machen wir an der Stelle mal eine kleine Aufnahmepause und gucken in der nächsten Episode, was sich dort als neues Gebiet befindet. Bis dann. Tschüss.